Mein Name ist Dr. Frank Logemann. Ich bin seit 30 Jahren Anästhesist an der Medizinischen Hochschule Hannover und seit 12 Jahren Transplantationsbeauftragter hier. Mit dieser Aufgabe des Transplantationsbeauftragten habe ich die Möglichkeit, eine Facette meines Arbeitens sehr viel weiter zu gestalten. Ich habe eine Bereicherung dadurch erfahren, dass ich nicht nur als Anästhesist die eine Seite kennengelernt habe, mit Patienten zu tun habe, die Organe gespendet bekommen haben oder die Organe empfangen, sondern ich habe auch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, damit die Wünsche der Patienten, die leider verstorben sind, noch umgesetzt werden. Man hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass dieser seltene Prozess Organspende, wenn er dann abläuft, fehlerfrei läuft. Also viel Schulungen und leider Gottes auch die trockene Arbeit der Dokumentation. Die Organspende ist ja freiwillig. Was aber fest vorgeschrieben ist, für den Transplantationsbeauftragten für Klärung zu sorgen. Es darf also kein Fall auftreten, bei dem bei vorliegender Hirnfunktionslosigkeit nicht gefragt worden ist, gibt es den Wunsch der Organspende. Einzig und allein ausschlaggebend ist der Wunsch des Patienten. Wenn der nicht eruierbar ist, erst dann wird der Angehörige gefragt, dürfen wir die Organe entnehmen oder nicht. Und das ist auch unser Hauptaugenmerk als Transplantationsbeauftragte, dass es eine fundierte Entscheidung ist und dass da alles, was gewusst werden muss, gewusst wird. Das sagen wir auch ganz offen am Anfang, dass wir keine Erwartungen haben, was die Organspende angeht. Wir möchten lediglich dafür sorgen, dass wir diese Frage nicht unbeachtet lassen. Wir erklären jede einzelne Untersuchung auf Wunsch. Wir zeigen Bilder, wir zeigen die Ergebnisse, möglichst viel Transparenz, fördert Vertrauen. Und wenn tatsächlich der Wunsch besteht, wird danach die Deutsche Stiftung Organtransplantation angerufen. Die senden einen Experten, der mithilft, die nötigen Untersuchungen durchzuführen. Natürlich habe ich selbst einen Organspendeausweis ausgefüllt und parallel dazu, mindestens genauso wichtig, meine Frau darüber informiert. Der Organspendeausweis, obwohl er so klein ist, ist eben das Dokument, was den Angehörigen eine Menge Last von der Seele nehmen kann, wenn es darum geht, zu entscheiden, Organspende ja oder nein.